So, liebe Leute, die Spoiler zum One Piece Kapitel 1029 sind am Start und ich werde sie euch gleich um die Ohren hauen. Es ist wieder ein Chapter gefüllt mit Kämpfen. Wir sehen Big Mom gegen Kid und Law, wir sehen den Kampf zwischen Queen und Sanji, aber auch den Kampf zwischen Hawkins und Killer. Ein paar echt krasse Kampfszenen sind dabei. Wir gehen die Spoiler gleich von Anfang bis Ende durch. Sollte euch das Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, nach dem Intro geht es los. Viel Spaß! One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. So, vorweg natürlich erstmal die Info. Nächste Woche ist keine Pause. Das bedeutet, wir kriegen Dienstag, Mittwoch höchstwahrscheinlich wieder die Spoiler von Chapter 1030. Und der Titel des aktuellen Chapters lautet Tower, sprich Turm. Was das zu bedeuten hat, werden wir in diesem Chapter herausfinden. Erst einmal sehen wir aber die Reaktion von Queen, denn im letzten Chapter hat Queen ja in der Hybridform das Schwert auf Sanji gehauen. Das Schwert ist zerbrochen. Sanji hatte irgendwie keinen Schaden davon getragen, weil er irgendetwas in sich erweckt hat. Irgendeine Fähigkeit, irgendetwas, was Judge in ihn gepflanzt hatte, als er noch ein Kind war, beziehungsweise noch nicht geboren war. Das ist die Theorie und Queen bestätigt es auch mehr oder weniger. Queen sagt hier, dass Judge immer gesagt hat, dass er Menschen mit Exoskeletten kreieren wollte. Mit übermächtiger Kraft, Ausdauer und ein Herz aus Eis, ohne Gefühle. Und genau das ist ja auch mehr oder weniger passiert. Die Brüder von Sanji, wenn man sich die mal anguckt, die haben keine Gefühle mehr, die sind gefühlstot, die fühlen nichts mehr, die sind extrem stark, die sind ausdauernd, die sind schnell. Jetzt natürlich auch nicht übertrieben mächtig, aber auf jeden Fall sind die krasser als normale Menschen. Und da wird Sanji auch einiges klar. Wenn Queen hier so redet über diese künstlichen Menschen mit Exoskelett, wird Sanji das einigermaßen klar irgendwie im Kopf, dass er wohl diesen Prozess gerade durchlebt. Wahrscheinlich mit dem einmaligen oder erstmaligen Anziehen des Raid Suits ist das irgendwie in ihn erweckt oder wurde in ihn getriggert und er hat ein bisschen Angst davor, Sanji, und haut ab. Er haut ab vor Queen, weil er erstmal ein bisschen Zeit zum Nachdenken braucht, was irgendwie, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt jetzt ist. Er sollte eigentlich jetzt die Chance nutzen und Queen schnell vollstrecken, aber er haut erstmal ab, weil er geschockt ist, weil, überlegt mal, wenn er sich jetzt weiter so doll in die Arme dieses neuen Power-Ups wiegt oder fallen lässt, dann kann es sein, dass er wirklich vielleicht seine Gefühle verliert oder sonstiges. Das ist jetzt so mein erster Gedanke, dass er dann auch so gefühlskalt, komplett emotionslos wird wie seine Brüder, wenn er mehr von dieser Kraft Gebrauch macht. Das könnte ich mir vorstellen. Die Frage ist, kann man das irgendwie in ihm stoppen, weil es ist ja in seinem Körper irgendwas Manipuliertes. Könnte Chopper da vielleicht irgendwas machen oder Law sogar vielleicht irgendetwas entfernen, was in ihn gepflanzt wurde, wer weiß. Queen verfolgt aber Sanji und will unbedingt den Raid Suit gezeigt bekommen von Sanji. Höchstwahrscheinlich, Queen ist ja auch so ein Wissenschaftler, kennt er sich gut aus und würde sofort erkennen, dass im Raid Suit irgendetwas war oder dass da irgendetwas ist, was das in ihn hervorgerufen hat. Vielleicht irgendwie eine kleine Nadel, eine kleine Injektionsnadel irgendwie im Anzug oder so, den Sanji sich reingejallert hat oder so. Ich könnte es mir vorstellen, wir werden sehen. Jetzt sehen wir aber erstmal Kid, der extrem Kopfschmerzen hat. Und er kämpft gerade gegen Big Mom, was ja theoretisch keine Verwunderung wäre, wenn er jetzt deswegen Kopfschmerzen hätte. Aber das ist nicht Big Moms Schuld, denn wir sehen zwar die beiden hier kämpfen, Kid und Law im Tag Team gegen Big Mom. Die kämpfen wohl sehr intensiv gerade gegen sie, aber ich weiß gar nicht, wie die das schaffen wollen. Die Kopfschmerzen kommen ganz woanders her, denn Killer kämpft immer noch gegen Hawkins und wir wissen es, Hawkins hat sich und seine Strohpuppen mehr oder weniger mit Kid irgendwie verknüpft, dass jeder Damage, den Hawkins kriegt von Killer oder allgemein Damage, den er kriegt, wird auf Kid gelenkt. Was bedeutet, Kid kriegt gerade dicke Kopfschmerzen, weil Hawkins seinen Kopf irgendwo gegen die Wand schlägt. Also so verrückt ist Hawkins, hätte ich ihm nie zugetraut, dass er so welche Moves rausbaut. Er schlägt einfach seinen Kopf gegen die Wand und dadurch kriegt Kid jetzt die Kopfschmerzen. Geisteskrank, als würde Kid wirklich seinen Kopf dagegen hauen. Und da kommt jetzt was ins Spiel, was jetzt hier von Oda aufgegriffen wird, was einer von euch Schlingeln vor einigen Wochen mal in einem Chapter-Stream geschrieben hatte, und zwar, was würde denn passieren, wenn Killer jetzt von Hawkins einfach seinen linken Arm abschneidet, weil Kid hat ja keinen linken Arm mehr. Sprich, der könnte ihm ja auch nicht wehtun und genau das wird in diesem Chapter aufgegriffen, Leute. Das finde ich wieder geisteskrank von euch. Ihr seid im Stream darauf gekommen, auf diesen geisteskranken Plan, der jetzt auch noch aufgeht, denn die beiden, Killer und Hawkins, unterhalten sich erstmal. Killer hat zwei Fragen an Hawkins. Die erste Frage ist, was passiert, wenn ich dich jetzt irgendwo angreife und es aber bei Kid nirgendwo hingehen kann, wie zum Beispiel der linke Arm. Und Hawkins sagt daraufhin, ja, dass der Damage trotzdem dann zu Kid geht, was natürlich dann irgendwo irgendwie eine Finte ist, was hätte Hawkins auch machen sollen, aber daraufhin schneidet Killer, ohne mit der Wimper zu zucken, den linken Arm ab von Hawkins. Weil, wie gesagt, Kid keinen linken Arm mehr hat. Übergeiler Move. Und die zweite Frage, die er hat an Hawkins von Killer jetzt, ist, wie viele Leben hat Hawkins noch? Wie viele Leben hat er noch, bis endlich die Puppen, die mit Kid verknüpft sind, aufgehoben sind? Und da sagt direkt Hawkins, herzlichen Glückwunsch, das war die letzte. Also die haben die ganze Zeit schon gekämpft, Kid musste die ganze Zeit schon einstecken.
Attacken. Am Ende wurde der Arm noch abgeschnitten. Der Damage wurde zum Glück nicht auf Kid gelenkt, aber damit ist die letzte Puppe weg. Hawkins zieht noch eine Karte, was ja komplett noch irgendwie ein Mysterium ist und das für mich hier auch in diesem Chapter immer noch ein Mysterium ist. Hier steht, Hawkins zieht eine Karte, nämlich der Tower, der Turm diesmal von seinem Kartendeck. Killer defeats him, also Killer hat ihn vernichtet. Und hier steht, dass der Tower wohl zusammenstürzt oder so, es aber noch eine versteckte Message in dieser Karte gibt, was ein neuer Pfad bedeutet, ein neuer Weg. Das verstehe ich nicht, ob Hawkins sich jetzt irgendwie reviven kann, weil er die Tower-Karte gezogen hat, oder war das nur so metaphorisch jetzt übertragen im Sinne jetzt irgendwie so dahergeredet mit irgendwelchen Floskeln jetzt noch am Ende, oder hat das wirklich was zu bedeuten? Es ist hier in diesen Spoilern, die ich bis jetzt hier habe, leider nicht so klar ersichtlich, aber Killer sagt am Ende, go ahead, mate, also los, weiter, mein Freund, mein Kumpel, und damit meint der Kid, glaube ich, so, dass er ihn jetzt von dem Fluch befreit hat und jetzt kann Kid endlich im Tag-Team mit Lord Big Man weiter bekämpfen, ohne immer Schmerzen von überall zu kriegen. Kid ist ja so ein bisschen wirklich so gebeutelt in diesem Arc, kriegt immer von allen möglichen Seiten hier und da auf die Fresse, allgemein in der neuen Welt. Er hat ja schon gegen Big Mom gekämpft, verloren. Shanks Crew hat ihn den Arm abgeschnitten. Kaido hat ihn komplett vernichtet, im Gefängnis angekettet und in Udon knechten lassen. Also Kid hat wirklich von allen Rookies, von allen Supernova mehr oder weniger am meisten kassiert. Und jetzt hier auch noch, wo er theoretisch glänzen könnte, wird er die ganze Zeit zurückgehalten von Hawkins, was jetzt aber auch befreit ist. Und jetzt könnte er noch einmal richtig beweisen, was er drauf hat. Denn er hat ja auch Königshaki. Das haben wir ja von Kaido gehört, dass wohl Kid auch einen Königshaki beherrscht. Aber wahrscheinlich kann er es nicht so beherrschen wie Ruffy jetzt mit dem Erweiterten, so mit der Aura, und das benutzen richtig offensiv. Ich glaube nicht mal, dass Kid das so beherrschen kann wie Ruffy nach dem Timeskip, sprich, das einfach so rausströmen zu lassen, so dass irgendwelche billigen Gefolgsleute mit Schaum vom Mund auf den Boden fallen oder mehr oder weniger Tiere zähmen, kann man ja auch mit dem Königshaki so ein bisschen. Ich glaube nicht einmal, dass Kid das schon kann. Kid ist noch nicht mal aus diesem Stadium raus, wo Ruffy noch vor dem Timeskip war, glaube ich. Weiß ich nicht, würde ich aber jetzt vermuten. So, nächste Woche keine Pause, das waren erstmal die Spoiler und ich muss sagen, natürlich, Leute, ist das wieder, ich will nicht sagen, kleiner Downer, aber so ein bisschen ist es so, nachdem wir jetzt so krasse Chapter hatten mit Zorro, mit King, mit der Maske, die langsam bröckelt von King, was auch extrem spannend ist, was jetzt auch bald wieder aufgegriffen wird. Wir haben Sanjis Power abbekommen, allgemein Momo, der älter gemacht wurde, Ruffy, der jetzt da oben ist und mit Kaido wirklich auf Augenhöhe kämpft und die Insel bröckelt langsam, sprich Kaidos Kräfte schwinden. Es ist einfach zu krass, Leute, und jetzt haben wir halt so ein Chapter, wo wir ein bisschen Hawkins, Killer und Kid, so ein bisschen Randcharaktere, sag ich mal, so ein bisschen abgearbeitet werden, was aber halt auch passieren muss, Leute. Also, ich finde es sogar fast gut, dass das Chapter jetzt durch ist und dass nicht im Hinterkopf noch die ganze Zeit so ein Kampf schwebt zwischen Hawkins und Killer, wo man weiß, ja, da wird auch noch irgendwann jetzt was von gezeigt und so. Jetzt ist es mehr oder weniger durch. Theoretisch müsste man jetzt gar nicht mehr Hawkins und Killer zeigen, den ganzen Arc. Nur noch theoretisch Kid, Law, die gegen Big Mom kämpfen. Das müsste man natürlich noch ein bisschen öfter jetzt zeigen in der nahen Zukunft. Und ansonsten haben wir nur noch Sanji gegen Queen, was auch noch kommen muss jetzt mit dem Power-Up. Und vielleicht kriegen wir da sogar schon die Erklärung von Queen, der den Raid-Suit irgendwie erkennt oder so oder ihnen ein paar Sätze sagt zu. Zorro gegen King wird ja auch noch kommen, was 10 von 10 Content ist. Und dann natürlich noch Ruffy gegen Kaido. Wir haben nicht mehr viel. Natürlich haben wir das ganze Onigashima-Ding noch. Wir haben Rob Lucky, der vor der Küste steht. Also jetzt kommen ja wirklich nur noch geisteskranke Sachen. Das einzige kleine im Hinterkopf, was da noch war, war der Kampf zwischen Killer und Hawkins, der jetzt aber durch ist. Deswegen, One Piece wird jetzt nur noch 10 von 10. Das Jahr geht bald zu Ende. November, Dezember. Das werden nur noch geisteskranke Chapter. Ich bin auch gespannt, was Oda uns für eine Nachricht im Dezember gibt. Bei der Jump-Festa, bei dem Fest von der Shonen Jump. Da gibt er dann für 2022 noch eine Nachricht. Höchstwahrscheinlich auch zu Content oder zu dem, was passieren wird. Was nach Wano vielleicht passiert. Vielleicht sagt er da schon einen oder anderen Satz zu. Das wäre richtig nice. Ansonsten hat er, wie gesagt, für dieses Jahr versprochen, dass noch Shanks kommt. Das kommt jetzt auch noch in naher Zukunft. Wollen wir hoffen, dass er sein Wort hält. Sonst kommt es im Frühjahr nächsten Jahres. Aber Leute, was für eine Zeit, in der wir leben, um One Piece Fan zu sein. Das waren die Spoiler. Ich habe sie auch nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Gerade mit dieser Tower-Karte könnt ihr nochmal gucken, wie ihr das so interpretiert. Ansonsten sehen wir uns diese Woche noch beim Chapter-Stream. Ich bin damit raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.